Guten Abend, ich begrüße hier einen bekannten Politiker, der jetzt auch noch Buchautor geworden ist, Marcel Lute. Guten Abend, Herr Lute. Guten Abend, Herr Reitschuster. Herr Lute, Sanierungsfall Berlin heißt Ihr neuestes Werk. Ich habe einen kleinen, ganz winzigen Anteil, habe ich auch, weil über die Idee hatten wir damals gesprochen und ich hatte auch Ideen mit dem Verlag. Jetzt ist es erschienen. Über Berlin könnte man ja vieles schreiben. Ein Krimi, eine Tragödie, eine Komödie. Stellen Sie uns doch mal Ihr neues Buch vor. Also Sanierungsfall Berlin ist letztlich ein Potpourri der Ereignisse, die ich in den letzten fast ja jetzt 5 Jahren im Parlament erlebt habe. Und ich habe versucht, mich auf den roten Faden dahingehend zu beschränken, dass all das, was mir als besonders merkwürdig aufgefallen ist, im Sinne von wirtschaftlichen Unregelmäßigkeiten oder eben halt Skandalen, die auf den zweiten Blick dann letztlich auch wieder zu einem wirtschaftlichen Problem führen beziehungsweise eine wirtschaftliche Ursache haben, all das entsprechend zu beleuchten. Also das Thema beispielsweise eben halt der Situation der Berliner Polizei ist eben natürlich letztlich immer ein finanzpolitisches. Die Frage, wie viel Geld sie tatsächlich ausgeben, um die staatliche Kernaufgabe Sicherheit zu erfüllen, führt natürlich auch unmittelbar dazu, wie gut sie die erfüllen oder eben halt wie schlecht. Oder in vielen, vielen anderen Bereichen gleichermaßen, was zum Beispiel also sogenannte Skandale angeht, bei denen man dann aber so tut, als wären die vom Himmel gefallen. Nehmen wir den BER als sicherlich bekanntestes Beispiel deutschlandweit, der ursprünglich mal 1,8 Milliarden kosten sollte und letztlich über 7 bisher gekostet hat. Die Frage ist doch nicht einfach nur, hat da jemand einen kleinen Fehler gemacht und sind irgendwie 5 Milliarden Steuergelder verblasen worden, sondern die werden ja nicht in eine Mülltonne geschmissen und verbrannt, sondern Geld ist nie weg, es ist immer irgendwo anders. Und das bringt mich zu dem eigentlichen Zentralthema der organisierten Kriminalität. Wir haben deutschlandweit, und das finde ich bemerkenswert in der Entwicklung, wenn Sie sich zum Beispiel ältere Filme mal anschauen, Der Schattenmann von Wedel, ja, spielt Mitte der 90er. Da spielte die Mafia noch eine zentrale Rolle in Deutschland. Wir haben medial eine hohe Präsenz der ältesten Verbrecherorganisation der Welt gehabt, die massive Schäden anrichtet. Und zwar eben halt nicht durch, ich sag mal, ja, den klassischen Banküberfall oder eine kleine Schutzgelderpressung hier oder da, sondern im ganz, ganz großen Stil im Bereich der Geldwäsche, im Bereich von schmutzigen Immobiliengeschäften oder eben halt politischer Korruption. Und da sind wir dann eben halt bei, und dafür ist Berlin ja bekannt, solchen Großbauprojekten, damals das Tempodrom, aber eben halt auch der BER, bei denen es nicht darum geht, dass jemand von mir aus, auch so wie damals der KDW-Raub, irgendwelche Wertgegenstände im Wert von 1 Million irgendwo geklaut hat. Sondern hier geht es einfach um eine Unterschrift von einem zuständigen Bürokraten und damit sind dann einige 100 Millionen mal eben weg. Und genau das versuche ich als, ich sag mal, zentrales Bild im Sanierungsfall Berlin zu beleuchten, überhaupt erstmal das Bewusstsein wieder dafür zu schaffen, dass organisierte Kriminalität tatsächlich die größte Bedrohung unserer Gesellschaft ist und dass die nicht darin besteht, dass man sagt, es gibt hier ein paar Araber, die haben dieses oder jenes Schlimme gemacht. Ja, mag durchaus sein, da gibt es natürlich immer individuelle Täter und individuelle Schuld, ganz klar. Aber man macht es sich viel zu einfach, damit zu sagen, Mensch, ja, die kann ich erkennen, die sehen alle ungefähr so aus und die sind alle kriminell. Denn das lenkt von der wirklichen organisierten Kriminalität ab. Und das ist ja ihr Ziel. Sie will nicht erkannt werden. Das klingt jetzt so, als ob es ein Krimi ist oder Polizthriller. Das ist es auch. Es ist aber auch sehr viel dabei zum Schmunzeln. Aber bleiben wir da doch nochmal stehen. Warum ist die Aufmerksamkeit so erloschen gegenüber diesem Thema Mafia? Das kommt ja eigentlich kaum noch vor medial. Wir haben ja nur noch Kampf gegen rechts, Kampf gegen rechts, Kampf gegen rechts. Naja, ich habe es etwas zugespitzt, Entschuldigung. Ja. Nein, Sie haben ja auch die bösen Clans zum Beispiel. Ja? Die ersetzen ja jetzt eben halt die Rolle der Mafia. Und das Interessante ist, wenn Sie sich die Definition von organisierter Kriminalität anschauen, deren Ziel es ist, unentdeckt, das ist der entscheidende Punkt, unentdeckt Politik, Medien, Verwaltung, Wirtschaft zu unterwandern, dann stellen wir fest, dass genau das ganz offensichtlich in Berlin gelungen ist. Berlin hat als einziges Bundesland kein Lagebild organisierte Kriminalität gehabt, bis ich das, ich sag mal, mehr oder weniger zufällig entdeckt hatte, dass es keins gibt und so lange nachgefragt habe, bis uns ein solches geliefert wurde. Und auch da ist dann eben halt bemerkenswert, was es alles nicht gibt in Berlin. Wir haben zig OK-Verfahren, davon übrigens der kleinste Anteil, also
jedenfalls wenn Sie nach Bevölkerungsgruppen quasi gehen, im Sinne von ethnischem Zusammenhang, dann betrifft der kleinste Anteil arabischstämmige Gruppierungen. Das sind 9 von 65 oder 66 Verfahren. Der Großteil ist eben halt irgendetwas anderes, zum Beispiel rumänische organisierte Kriminalität, bulgarische und so weiter und so fort. Was Sie aber nicht haben, kein einziges Verfahren in Berlin richtet sich gegen italienische organisierte Kriminalität. Die gibt es eben einfach nicht mehr. Sondern die haben genau das, wir sprachen gerade anfangs darüber, es geht darum, unentdeckt zu bleiben, unauffällig zu sein. Und genau das ist offensichtlich der Mafia und ihren verwandten Organisationen, auch die Wori zum Beispiel oder die Yakuza gibt es in Berlin nicht, also jedenfalls offiziell nicht, denen ist es offensichtlich gelungen, so weit unterm Radar durchzutauchen und so erfolgreich zu sein, dass sie nicht mehr entdeckt werden und nicht mehr darüber gesprochen wird. Und beim Thema Unterwanderung Medien haben wir genau das, was ich meine. Wenn Sie sich die Serien anschauen, die gerade zum Beispiel auf Netflix und anderswo laufen, da geht es immer um die arabische organisierte Kriminalität, beziehungsweise eigentlich ist es keine OK, sondern es ist polizeilich einfach nur eine Bandenkriminalität. Aber die gibt es natürlich vollkommen unstreitig. Dadurch, dass die aber medial einzig präsent ist, dass sie auf den Titelseiten der großen Zeitungen immer den sogenannten Clan-Boss haben, fragt keiner mehr nach der anderen Gruppierung, die plötzlich einfach verschwunden ist. Und ich frage nochmal, warum sollte die älteste Verbrecherorganisation der Welt, die erfolgreichste Verbrecherorganisation der Welt, warum sollte die in Berlin nicht präsent sein? Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn wir uns anschauen, wo eben halt überall Geld versickert, hier mal 500 Millionen, hier mal nehmen wir zum Beispiel auch die tollen Maskengeschäfte, ja, auch da kommt ja der jeweilige Kollege im Deutschen Bundestag oder eben halt der eigentlich verantwortliche Minister nicht von alleine drauf, negative Geschäfte einzugehen. Gesundheit. Kommt ja nicht von alleine darauf, negative Geschäfte einzugehen, sondern da muss ihm ja irgendjemand darauf angesprochen und ihm die Idee gegeben haben und eben halt auch die nötigen Verbindungen. Und das ist für mich das zentrale Wirken organisierter Kriminalität. Und dadurch entsteht uns allen ein immenser Schaden. Denn dieses Geld, was da weg ist, das brauchen wir an anderer Stelle für die Stärkung unserer Polizei, unserer Staatsanwaltschaft, der Gerichte und so weiter und so fort. Dann haben wir wenigstens da Diversity, Vielfalt. Davon ist ja so viel die Rede. Also die organisierte Kriminalität ist dann ein Bereich, wo es die tatsächlich gibt, wo die aber wenig abgebildet wird in den Medien. Das wird ja sonst auch immer vorgeworfen, da haben wir das hier auch. Aber jetzt mal Galgenhumor beiseite. Woran liegt das? Ist der Senat, sind die Verbrechensbekämpfer so schlampig, sind die so unterwandert, ist da böser Wille da, ist es einfach nur Unfähigkeit? Also ich spreche ja sehr viel mit unterschiedlichsten Ermittlungsexperten, ob das jetzt bei der Staatsanwaltschaft ist, bei der Polizei oder eben halt auch also qua Ausschüssen, Nachrichtendienst. Es ist nicht nur mir, sondern durchaus auch also vielen Menschen in den Ermittlungsbehörden klar, dass es diese Gruppierungen gibt. Es werden auch Ermittlungen geführt, aber diese Ermittlungen versanden meistens früher oder später, weil dann eben halt andere Sachen wichtiger sind. Ich hatte das in meinem Buch ja auch thematisiert. Wenn Sie einen Innensenator haben, der 120.000 Mannstunden Polizeibeamte, also letztlich erst, mit dem Sie die Stadt vollstellen könnten an jeder zweiten Ecke über ein ganzes Jahr, 120.000 Mannstunden Polizeibeamte darauf verschwendet, in einer Shisha-Bar nach unversteuertem Tabak zu suchen, mit einem Steuerschaden von 400 Euro, dann stehen diese Polizeibeamten natürlich nicht mehr zur Verfügung, um sich tatsächlich mit zum Beispiel Menschenhandel, Riesenthema, oder eben halt auch dem echten Drogenhandel zu beschäftigen. Diese Ressourcen haben wir dann eben nicht. Und ob das dann schon das Wirken der organisierten Kriminalität ist, dass man einen so falschen Fokus setzt, oder ob es Unfähigkeit des jeweils verantwortlichen Kollegen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, in der Berliner Polizei gibt es sehr viele engagierte Ermittler, die immer wieder Leib und Leben riskieren, die auch ihre Familien bedroht werden, die eine ganze Menge aushalten und deren Resultate ihrer Ermittlungen aber eben halt leider nicht so verwertet werden, wie sie verwertet werden müssten. Und dafür zuständig ist immer die politische Hausleitung. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob es Dummheit ist, böse Absicht, die politische Verantwortung, die liegt ja in jedem Fall beim Senat. Ja, unstreitig. Und entscheidend ist aber, sagt vor allem erstmal eines, die Ressortzuständigkeit. Es ist ja gar nicht so sehr eine Frage von Verantwortung eines Innensenators oder eines Justizsenators, dass Justiz und Polizei in dieser Stadt so schwach sind personell, sondern das ist Sache des Haushaltsgesetzgebers. Ja, da ist der Finanzsenator zuständig, einen Vorschlag zu machen. Aber die jeweilige Regierungskoalition
ist dafür verantwortlich, diesen Haushalt durchzuwinken. Und wenn Sie eben halt sagen, Ihnen ist zum Beispiel Sie sprachen von Diversity, die diversity-gerechte Gender-Toilette ist Ihnen wichtig, dann ist das ein berechtigtes Anliegen, das kann Ihnen wichtig sein, oder eben halt die Schweinehaltung in Berlin, obwohl wir keine Schweine haben. Aber damit beschäftigt sich ja zum Beispiel gerne der Justizsenator. Das mag auch durchaus wichtig sein. Die Frage ist eben halt nur, ist Ihnen die innere Sicherheit, die Durchsetzung unserer gemeinsamen Regeln, der Gesetze, der Schutz der Bürger, zum Beispiel eben halt auch vor Gewalt und Sexualdelikten, da haben wir den historischen Höchststand in Berlin im letzten Jahr erreicht unter Rot-Rot-Grün, ist Ihnen das wichtig? Und genau diese Entscheidung trifft letztlich eben halt der Haushaltsgesetzgeber, also das Parlament, in dem Fall mit rot-rot-grüner Mehrheit. Es gibt also nicht den einzelnen Schuldigen an dieser Situation, das will ich sagen, sondern letztlich ist es eben halt eine Verantwortung des Parlaments. Und da kommen wir dann zu dem, was auch ja eine Kernaussage meines Buches ist. Wer ist denn schuld daran, wie das Parlament zusammengesetzt ist? Das ist der Souverän. Wenn Sie 35% der Menschen haben, die sich für diesen Staat nicht so sehr interessieren, dass sie zumindest bereit sind, mal einmal alle 4 Jahre oder alle 5 ein Kreuz zu machen und zu sagen, naja, ich weiß zumindest schon mal, wen ich alles nicht haben will, den, den, den. Ja, und allein darüber können Sie ja womöglich schon ein gewisses Auswahlverfahren treffen. Wenn Sie sich als Eigentümer dieses Staates nicht dafür interessieren, was in dem Staat los ist, noch nicht mal eben halt so sehr, dass Sie sich zur Wahl begeben, geschweige denn eben halt entsprechend einfach mal durch Medien, durch auch Bücher informieren, wie die Situation ist, dann muss man sich doch nicht darüber wundern, dass sich dieser Staat leider, also Staat im Sinne jetzt von der Verwaltung, der Exekutive, aber auch der Politik in den Parlamenten, immer weiter von den Menschen entfernt. Was läuft da falsch? Ich brauche einen neuen Reisepass, weil meiner abläuft und jetzt seit einer Woche versuche ich in diesem Online-Portal einen Termin zu bekommen und das war schon früher nicht einfach. Inzwischen ist es schlicht unmöglich. Wer eine Wohnung ummelden muss, und das ist ja vorgeschrieben, der kriegt einfach keinen Termin beim Bürgeramt. Nun sind in wenigen Monaten Wahlen und ich bin überzeugt, dass dieser Senat, der genau das zu verantworten hat, der also die Bürger in diese Situation bringt, wo sie nicht mal einen Reisepass normal beantragen können, was in fast allen Gemeinden normal funktioniert, dass der wiedergewählt wird, das ist doch zum Verzweifeln. Sie haben es schon angesprochen, aber warum lassen sich die Berliner das gefallen? Warum würden sich die Bayern das offenbar nicht gefallen lassen? Auch die Bayern lassen sich leider auch eine ganze Menge gefallen. Es sind halt immer unterschiedliche Qualitäten. Und wissen Sie, da gibt es ja das schöne Beispiel mit dem Frosch, den Sie kochen wollen. Ja. Sie müssen eben halt das Wasser langsam erhitzen. Und so ist es auch hier. Ja, wenn Sie all diese Unsäglichkeiten, mit denen sich die Berliner tagtäglich konfrontiert sehen, nehmen Sie alleine die hausgemachten Staus. Ja, wenn Sie hingehen und bei der Straße, die früher mal dreispurig war, ja, erstmal eine Spur wegnehmen als Busspur. Dann die nächste Spur wegnehmen für eine Pop-up-Radspur, auf der alle 10 Minuten ein Fahrrad fährt. Genauso wie alle 10 Minuten ein Bus auf der Busspur fährt. Und sich dann eben halt darüber wundern, dass es Staus gibt, weil sie plötzlich die Fläche gedrittelt haben, auf der der gesamte andere Verkehr fließen sollte. Dann sind das Dinge, wenn sie das von jetzt auf gleich machen würden, bei denen die Leute aufschreien würden. Aber das hier ist gerade auch die Unsinnigkeit der Busspuren, auch das hier ein Thema in meinem Buch, ist letztlich eben halt über die letzten 30 Jahre sukzessive, Stück für Stück, immer wieder den Regler ein bisschen höher drehend, eingebaut worden in die DNA dieser Stadt. Ich glaube eben halt schon im Übrigen, dass es durchaus viele Berliner merken. Ja? Die 35% der Berliner, die nicht wählen gehen, die wissen schon, warum sie nicht wählen gehen. Die wissen halt leider nicht, warum sie wählen gehen sollten, weil sie sich nicht mehr intensiv genug dafür interessieren, sondern die haben irgendwann vorher abgeschaltet. Aber die sind es letztlich, die in der Hand haben, das Ganze auch in eine andere Richtung zu drehen. Also Rot-Rot-Grün hat rechnerisch im Parlament eine Mehrheit. Rot-Rot-Grün hat aber zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit der Berliner hinter sich gehabt. Wenn Sie mal die Wahlberechtigten insgesamt betrachten, ja, und den Anteil der Nichtwähler rausnehmen, die die größte Gruppe sind, dann geht es genau darum, die haben es in der Hand, es letztlich zu ändern. Und die können eben halt auch die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün, egal in welcher anderen Konstellation, verhindern. Wobei im Übrigen, auch das möchte ich dazu sagen, Rot-Schwarz 2011 bis 2016 war ja in keiner Weise besser. Im Gegenteil. Ja, wenn Sie sich das anschauen, wir haben 15% mehr Straftaten gehabt zwischen 2011 und 2016. In dieser Zeit hat der damalige Haushaltsgesetzgeber, also CDU, SPD, hat für 1% mehr Staatsanwälte gesorgt.
Sie haben also das Problem nicht verkleinert in der Verantwortung der CDU, sondern Sie haben das Problem ebenfalls wieder vergrößert, um diese 14 Prozentpunkte quasi in der Differenz. Entscheidend ist, dass die Leute anfangen, sich wirklich, und zwar eben halt nicht einfach nur grob für, ich sag mal, die Schlagzeile zu interessieren, sondern bei welchem Thema auch immer, das sie besonders interessiert, wirklich mal in die Tiefe gehen. Ja? Und auch nicht nur eine Statistik zitieren, sondern sich fragen, wie eigentlich die Zahlen der Statistik zustande gekommen sind. Ja, sie können natürlich sagen, Mensch, die Verfügbarkeit von Terminen beim Ordnungsamt, beziehungsweise beim Ordnungsamt, beim Bürgeramt, die hat sich unter unserer Zeit, je nachdem, welche Zahlen Sie vergleichen, verbessert. Das können Sie durchaus behaupten. Ja, Sie werden auch wahrscheinlich die Sensationsmeldung hören, dass, und zwar relativ kurz vor der Wahl, dass jetzt ganz, ganz viel mehr Termine in den Bürgerämtern verfügbar sind. Ja, klar. Sie haben gegenwärtig ungefähr gar keine Termine und Sie können eine Steigerung auf oder über 100% natürlich erreichen, wenn Sie dann eben halt mal anfangen, ein paar Termine anzubieten. Das ist überhaupt keine Lösung. Letztlich, es macht das Problem nicht besser, sondern es ist alles Zahlenspielerei und Augenwischerei. Und das müssen die Menschen durchschauen. Was können Sie tun, damit Sie das durchschauen? Sie haben ja jetzt etwas hier in die Wege geleitet. Sie waren lange Liberaler, jetzt sind Sie nicht mehr Liberaler. Sie haben gewechselt. Erzählen Sie doch mal davon. Auch Liberaler bin ich definitiv immer noch. Der Punkt ist, dass die Partei, die ich verlassen habe, ja, die Freien Demokraten, den Begriff die Liberalen ja auch aus dem Logo gestrichen haben. Die FDP hat aufgehört, liberal zu sein. Ich war es Zeit meines politischen Wirkens und bin es eben halt nach wie vor und mache das jetzt aber im Rahmen der Freien Wähler. Ja, die Freien Wähler sind ja mal, letztlich, also seit Beginn der Bundesrepublik dabei, aber eben halt im Wesentlichen als kommunale Kraft und gerade auch in Süddeutschland am präsentesten gewesen. Haben daher jetzt beispielsweise in Bayern den großen Erfolg, dass mit Hubert Aiwanger immerhin den Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsidenten dort stellen. Insgesamt eine sehr diverse Partei sind, allerdings jetzt nicht im Sinne ihrer Diversity, von der Sie gerade sprachen, sondern im Sinne dessen, dass Freie Wähler sich auch inhaltlich unideologisch positionieren und schlichtweg in dem Sinne, in dem ich die ganze Zeit gearbeitet habe, im Sinne der Aufklärung, also auch im Sinne von dem Zeitalter der Aufklärung, dem Age of Reason, ja, einfach der Rationalität. Wir haben keine ideologische Linie und Vorgabe im eigentlichen Sinne, sondern es geht genau darum, Kennzahlen zu betrachten und zu schauen, was wissenschaftlich betrachtet, ein überstrapazierter Begriff von manchen Kollegen in diesen Tagen, wissenschaftlich betrachtet tatsächlich der vernünftigste Weg ist. Und das wird, das mag ich ausgesprochen an meiner neuen Partei, das wird unter den Kollegen ohne Schaum vorm Mund mit dem, was Politik eigentlich bedeutet, dem anderen zuhören, darüber nachdenken und sich dann seine eigene Meinung zu bilden. Genau das wird bei den Freien Wählern praktiziert. Und ich freue mich vor allem, dass dieser Landesverband hier in Berlin genau die Analyse teilt, die ich eben auch im Buch dargelegt habe, dass wir ein Kernproblem haben und das ist die organisierte Kriminalität, das ist die Korruption in dieser Stadt und die werden wir bekämpfen. Nun sagen ja aber die Kritiker, bei den Freien Wählern weiß man nicht genau, was man bekommt, weil es ja sozusagen ein Sammelsurium von allen möglichen Kräften ist. Sie haben natürlich unterschiedlichste Menschen und Politik wird immer von Menschen gemacht. Ja, das ist, da bin ich dann auch wieder am Anfang unseres Gespräches, was diese Frage angeht. Aufgabe eines Parlaments ist es, den Souverän, das Volk zu repräsentieren. Aufgabe auch der politischen Parteien ist es, Personal anzubieten, das dazu geeignet ist, das Volk zu repräsentieren. Und dann haben Sie in allen Parteien unterschiedlichstes Angebot oder jedenfalls sollten Sie das eigentlich haben. So, wenn Sie sich aber das anschauen, dann sehen Sie bei den meisten anderen Parteien, dass es, ich sag mal, sehr klare berufliche Hintergrunds- und soziale Hintergrundsverteilungen gibt nach den unterschiedlichen Parteischemata. Und das ist in der Tat bei den Freien Wählern anders. Es passt sowohl in der Sprache als auch in der Biografie, als auch im Gesichtsausdruck sicherlich ganz, ganz viel zwischen Hubert Aiwanger und mich oder zwischen den geschätzten Kollegen Joachim Streit, der ja gerade in den Landtag in Rheinland-Pfalz eingezogen ist und mich. Aber wir haben alle das verbindende Element, von dem ich gerade gesprochen habe. Wir respektieren einander, wir hören einander zu und wir kommen gemeinsam aus unterschiedlichen Erwägungen dann irgendwann zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und das ist die Aufgabe von Demokratie. Wenn ich mir das anschaue,
Wir haben letztlich, also wenn wir anschauen, aus welchen politischen Gruppierungen die Menschen im Moment zu uns kommen und sich für die Freien Wähler interessieren, dann haben sie eine starke Gruppe aus dem Bereich der CDU, eine gleich starke Gruppe aus dem Bereich der SPD, alles aber eben halt Leute, die meistens ja, ich sag mal, noch mitgelaufen sind und sagen, vor 20 Jahren war das meine Partei, irgendwas hat sich verändert. Was auch immer sich da verändert hat, ich weiß es nicht oder kann es vielleicht teilweise benennen, aber ich will das eigentlich wieder zurückhaben, die Überzeugung in der bürgerlichen Mitte, die Überzeugung, für die man steht. Gleiches bei der FDP. Und was das Thema der Nichtwähler angeht, es ist ja eben halt nicht so, dass der Uninformierte, ja, der, ach, ich sag mal, den ganzen Tag irgendwo in der Ecke sitzt und Binge-Watching betreibt, dass es der wäre, der der Nichtwähler ist. Und ich habe neulich erst mit einem Psychologieprofessor, einer, ja, wie man so schön sagt, Elite-Universität privat gesprochen. Und sagte, Mensch, was willst du eigentlich? Guckte mich ganz entgeistert an. Ich wähle seit 25 Jahren nicht. Ja, hochgebildeter Mann, ja, informiert. Ja, der, auch der wählt nicht. Auch diese Leute haben wir verloren. Und diese Leute sagen, naja, wenn jetzt mal tatsächlich Politik ein bisschen anders gemacht wird, wenn es tatsächlich darum geht, ergebnisoffen zu diskutieren und nicht nach dem Motto, das ist nicht liberal oder das ist nicht grün oder sonst irgendetwas, damit eine Diskussion tot gemacht wird, sondern man einfach beginnt, rational offen miteinander zu diskutieren, den anderen ausreden lässt und dann darüber nachdenkt und dann irgendwann zum gemeinsamen Ergebnis kommt. Das ist das Angebot, das die Freien Wähler machen können und genau das machen wir auch. Nun sagen aber Skeptiker, dass man ein großes Risiko hat, wenn man die Freien Wähler wählt, dass die Stimme dann verloren ist wegen der 5%-Hürde. Schöne Frage. Als ehemaliger langjähriger Kandidat für die Freien Demokraten kenne ich das Argument natürlich. Es ist nur gerade bei den Freien Das ist ein Wählern böser so. Seitenhieb auf Ihre alte Partei. Och, das ist einfach eine nüchterne Feststellung. Aber wir haben nun zwei Sondersituationen. Zum einen können wir feststellen, die Zahlen haben wir ja kürzlich bekommen. Was den messbaren bisherigen Erfolg angeht. Die Freien Wähler sind, ich sag mal, letztlich aufgetaucht auf der politischen Bühne Berlins Ende April. Und wir haben jetzt die ersten Zahlen bekommen, die Insa erhoben hat, und sind als einzige der kleinen Parteien mit aktuell 3% aus dem Stand messbar. Das alleine, ich sag mal, ist schon ein gewisses Signal dahingehend, wo die Reise hingehen kann. Und wenn ich mir anschaue, wo die FDP in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000 zum Beispiel stand, oder wo die FDP auch in Berlin stand, bevor wir 2016 in den Wahlkampf gestartet sind, dann waren in beiden Parteien, in beiden Fällen die FDP sogar in einer doch schlechteren Ausgangssituation und ist jeweils eben mit Ergebnissen zwischen 6 und 8% in den Landtag eingezogen. Außerdem haben wir bei den Freien Wählern die besondere Situation, dass wir mit vielen guten, in der Regel eben halt nicht aus der Politik, sondern aus anderen Zusammenhängen bekannten Persönlichkeiten antreten. Das ist in Bayern so gewesen, das ist in Rheinland-Pfalz so gewesen, das ist auch in Berlin so, ob das jetzt Carsten Stahl ist, der ja sehr viel im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern, Kinderschutz generell und Schutz vor Mobbing und Gewaltprävention macht und dadurch ja wirklich bundesweit bekannt ist, oder der Professor Knape, der ehemalige ranghöchste Polizeibeamte Berlins, als ehemaliger leitender Direktor beim Polizeipräsidenten, der unser Mann für innere Sicherheit ist. Und mit diesem Angebot hat man dann eben halt auch durchaus die Chance, das zu schaffen, was die Freien Wähler in verschiedenen Bundesländern geschafft haben. Kürzlich auch erst der Kollege Peter Wieder in Brandenburg, nämlich ein Direktmandat zu erringen. Und ich gehe davon aus, dass wir über eine 5%-Hürde überhaupt nicht diskutieren müssen. Erstens, weil wir weit vor der Wahl in ganz anderen Bereichen sein werden. Und zweitens, weil sie sowieso bereits mit einem gewonnenen Direktmandat die 5%-Hürde schlichtweg keine Anwendung mehr findet. Ich gehe eher davon aus, dass in Berlin 2 bis 3 Direktmandate gewinnen werden. Werden Sie von den Medien fair behandelt? Ach, fair. Da bin ich so ein bisschen, ne? John Rawls, eine Theorie der Gerechtigkeit. Was ist schon fair? Was ist schon gerecht? Sie haben natürlich immer mit Menschen zu tun, die die eine oder andere, und das können Sie nie ausblenden, die eine oder andere persönliche eigene Meinung zu einem Sachverhalt haben. Auch da erwarte ich eben halt nur eines, und das geschieht auch, dass keine Ungleichbehandlung dahingehend stattfindet, dass ich jetzt anders behandelt werde, was meine parlamentarische Arbeit angeht, als vorher. Und das ist definitiv nicht so.
Ja, die Themen, die wir aufdecken im Rahmen der parlamentarischen Anfragen, die wir auch in anderen Recherchezusammenhängen aufdecken und transparent machen, die finden auch nach wie vor medial eine ganze Menge Anklang. Und natürlich gibt es eben halt immer den einen oder anderen Journalisten, der, davon kann sich niemand freimachen, der jemanden persönlich ein bisschen besser leiden kann und den anderen ein bisschen weniger. Und insofern würde ich mir bestimmt wünschen, dass andere Leute mich mal netter behandeln würden. Aber das geht ja letztlich jedem so. Aber insgesamt würde ich sagen, nein, gibt es da also nichts zu beklagen. Würden Sie mitregieren? Wenn ja, mit wem? Das ist eine schöne Frage. Das kommt aber vor allem, also ich sage mal, auf zwei Sachen an. Erstens, macht es überhaupt keinen Sinn, vor dem 26. September sich irgendwie die Köpfe heiß zu rechnen, was denn alles wo wie möglich wäre. Diese Wahl, ja, in all ihren Sondereffekten und Sondersituationen, da wird Ihnen niemand sagen können, wie die sowohl in Berlin als auch im Bund ausgeht. Nicht ansatzweise. Die Grünen haben ein riesiges Talent, das haben sie kürzlich ja erst, also bei der letzten Wahl mit Renate Künast bewiesen. Sie haben es aber in der Vergangenheit auch immer wieder in Berlin bewiesen, gut in einen Wahlkampf zu starten, was die Umfragen angeht, und sehr schlecht herauszukommen. Stimmungen sind nun mal noch keine Stimmen. Sie haben eine SPD, die kürzlich noch eine Frau Dr. Giffey als Kandidatin hatte, eine amtierende Familienministerin. Jetzt haben sie noch Frau Giffey, Ex-Familienministerin. Auch da kann sich sofort innerhalb weniger Minuten letztlich an der Einschätzung von Wahlergebnissen, also Wahlaussichten, alles Mögliche verändern. Also insofern ist es, ich sag mal, nicht seriös, letztlich darüber zu spekulieren, was in welcher Konstellation möglich wäre. Ich habe Aber mich der immer Wähler als. will ja wissen, mit wem sie könnten Ja, und würden. ich kann Ihnen zumindest sagen, mit wem ich persönlich nicht könnte, und das gilt sicherlich auch für die Freien Wähler Berlin. Wir werden mit Sicherheit keinen grünen regierenden Bürgermeister mittragen. Das kann ich Ihnen mit aller Sicherheit ausschließen. Und mit der Linken nicht in eine Koalition, oder? Also, oder in Auch eine Koalition, bei der die Linke dabei wäre oder die Grünen. ich würde, also anders, die Ausschießeritis, die gerne an vielen, vielen Stellen betrieben wird, die letztlich dann nur noch dazu kommt, dass es heißt, ja, Moment, ihr habt ja den schon ausgeschlossen, dann könnt ihr ja nur noch mit dem und dem. Dann seid ihr eigentlich ein Anhängsel von dem und dem. Na, warum soll ich euch denn dann wählen? Unser Ziel ist zunächst einmal, so stark in den Preußischen Landtag einzuziehen, dass an uns vorbei nichts passieren kann. Das In ist welcher? aber ein ambitioniertes Ziel. Och, nein, überhaupt nicht. Schauen Sie sich doch die Lagersituation an. Sie haben die wahrscheinlichste Konstellation gegenwärtig mit Grün-Rot-Rot. Da haben Sie die Situation, dass eigentlich damit ja, wenn die Grünen als stärkste Kraft einziehen, die SPD das Problem hat, dass sie jedenfalls mit einer Kandidatin Giffey und auch mit einem Kandidaten Saleh doch unmöglich, also schlimmer könnte man sich doch politisch kaum noch entmannen, unmöglich sagen kann, prima, wir haben 20 Jahre den regierenden Bürgermeister gestellt, jetzt haben wir so viel falsch gemacht, ja, dass jetzt die Grünen das Ganze übernommen haben und die unterstützen wir jetzt auch noch. Da würde zu Recht, würde die SPD von ihren Mitgliedern erwarten, Das ist jetzt aber nicht die Giffey, die bei Ihnen schon klingelt für Koalitionsgespräche, hoffe ich. Ich denke mal nicht, nein, ich erwarte auch in Saleh erwarte ich erst demnächst, nein, die werden es nicht sein. Oder geht es jetzt schon so rund bei Ihnen, dass die. Dann Ach, müssen Sie es uns verraten, Herr Lute. da gibt es ja immer wieder Menschen, die gerne mit uns sprechen. Wir werden mal klären, wer es ist. Nein, aber Und zurück, also. dann kommen wir auch schon zum Schluss, damit Sie Ihre künftigen Koalitionspartner nicht warten lassen müssen wegen uns. Ach, kein Problem. Die können ruhig noch ein bisschen warten. Die haben die Berliner viel zu lange auch auf gute Ergebnisse warten lassen. Also, nee, tatsächlich einmal in der Analyse zurück, das ist mir wichtig. Die SPD wird das letztlich nicht mitmachen können. Das kann sie ihrer Basis eigentlich nicht verkaufen. Dann haben sie eigentlich also nur die Grünen, die jemand anderen brauchen, mit dem sie zusammenarbeiten können. Das kann dann eine CDU sein, die das ja auch nicht ausschließen will hier in Berlin. Das heißt, wer die CDU wählt, dem muss klar sein, dass er damit gegebenenfalls eine grüne regierende Bürgermeisterin bekommt. Ich denke nicht, dass, wenn sich das tatsächlich die konservativen Menschen in dieser Stadt mal vor Augen führen, dass das ist, was sie erreichen wollen. Die Linken haben ohnehin außerhalb der Grünen keinen Partner, mit dem sie wesentlich arbeiten können. Allenfalls könnten die noch mit einer gewissen SPD arbeiten, aber diese Konstellation, wie gesagt, funktioniert nicht unter grüner Führung. Das heißt, Grün, Dunkelrot ist eigentlich ausgeschlossen, wird keine Mehrheit haben.
fällt raus. Dann könnten Sie noch die Situation haben, dass die SPD als stärkste ins Ziel läuft. Dann hätten Sie theoretisch ja, SPD, Grüne, Linke, was vielleicht fortsetzbar wäre, je nach Ergebnis. Wenn das allerdings wiederum eine Kandidatin Giffey tatsächlich mitmacht, ja, die die ganze Zeit ja sich aufhübscht, um mit CDU und FDP in Gespräche zu kommen, ist das natürlich auch den Wählern schwer vermittelbar. Ich halte auch das also nicht für wahrscheinlich. Dann wäre noch denkbar, dass die CDU stärkste Kraft wird. Mit wem will die denn dann regieren? Will die CDU ihren Wählern erklären, dass sie die Grünen an die Regierung gebracht hat? So, mit der SPD alleine wird es nicht reichen. Und mit der SPD und der FDP, sofern sie dann reinkommt, wird es auch nicht reichen. So, das sind letztlich so. Mit der AfD will niemand hier in Berlin koalieren. Die fallen also auch raus. Es sind letztlich für jeden, der eben halt tatsächlich bürgerliche Beteiligung will, auch eine verschenkte Stimme. Und insofern ist letztlich, also meines Erachtens kommt man rein denklogisch, nur zu dem Anspruch, die Freien Wähler so stark zu machen, dass die jedenfalls in der Lage sind, mit einer bürgerlichen Mitte, die dann eben halt durchaus auch eine Giffey-SPD sein kann, die vor allem aber eben halt auch sein kann, eine CDU, eine, wenn sie denn vorhanden ist, FDP und so weiter und so fort, rationale Gespräche darüber zu führen, wie man diese Stadt tatsächlich so aufstellen kann, dass wir eines erreichen, die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, das Zurückdrängen der Opferdelikte, also der Gewalt- und Sexualdelikte, die, wie gesagt, ihren historischen Höchststand erreicht haben unter diesem SPD-Innensenator, und den Schutz der Kinder so durchzusetzen, dass wir die Situation, die ich ja auch in meinem Buch geschildert habe, mehrere Suizide von jungen Kindern, 10, 11 Jahre in Berlin, die verzweifelt waren, ja, auch schon vor der Corona-Situation verzweifelt waren, dass wir die effektiv schützen. Und für diese drei Punkte stehen wir. Und wenn wir die durchsetzen können, dann werden wir das in einer Koalition machen. Und wenn wir das stattdessen in der Opposition so anbringen müssen, dann würde ich sagen, haben wir zumindest eben halt in den letzten Jahren gezeigt, dass wir Opposition können. Und die machen wir dann gerne mit einer noch breiteren Personaldecke noch intensiver. Und letzte Frage, bitte in einem Wort antworten. Welches Senatoren, also Ministeramt für die Nicht-Berliner, wäre für Sie das Wunschamt? Ach Gott. Vermutlich Finanzen. Genau, um sicherstellen zu können, dass das Gesamte, dass die Ressourcen so verteilt sind, wie wir sie letztlich brauchen. Und dass damit eben die innere Sicherheit und die Justiz so gestärkt werden und gleichzeitig eben halt das Abfließen von Geld in Kanäle der organisierten Kriminalität verhindert wird. Insofern würde ich sagen Finanzen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich empfehle allen das Buch. Ich müsste es jetzt in die Kamera halten, aber da ich einen E-Reader habe, ist das nicht sehr beeindruckend. Sanierungsfall Berlin, unsere Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität, erschienen im Finanzbuch Verlag in München. Ich mache auch den Link drunter. Herr Luthe, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben bald das nächste Interview und vielleicht ja irgendwann mal dann schon mit dem Finanzsenator. Wer weiß. Alles Gute. Jetzt dürfen Sie Ihren Gast nicht länger warten lassen, sonst kommen schon die Koalitionsgespräche in Verzug. Da will ich nicht schuld sein. Alles Gute. Danke. Dankeschön, Herr Altschuster. Tschüss. Schönen Abend. Alles Gute. Danke. Tschüss.